Schönen guten Tag. In diesem Video geht es um die typografische Zeichensetzung, insbesondere in Abschlussarbeiten, wissenschaftlichen Arbeiten und so weiter. Ich will euch mal zeigen hier in diesem Video, wie ihr korrekte Leerzeichen bzw. geschützte Leerzeichen setzt. Ich zeige euch, wie ihr korrekt Anführungszeichen setzen könnt, sowohl in deutschsprachigen als auch in englischsprachigen Zitaten. Ich zeige euch, wie ihr ordentliche Striche, Bindestriche, Gedankenstriche und so weiter setzt. Und ich zeige euch, wie ihr saubere Auslassungszeichen in Word setzen könnt und wünsche euch jetzt viel Spaß mit diesem Video. So, ich zeige euch das Ganze hier in einem Word-Dokument, damit ihr gleich seht, auch wie man diese ganzen Zeichen, die ich euch hier jetzt zeige, erzeugen kann. Also generell unterscheidet man in der Typografie zwischen verschiedenen Arten von Strichen. Das eine sind die sogenannten Geviertstriche, die haben hier diese Länge, also sind so ganz lang, die brauchen wir in der deutschen Typografie eigentlich so gut wie gar nicht. Gibt trotzdem einen Anwendungsfall, zeige ich euch dann gleich im Verlauf von diesem Video. Das nächste sind die sogenannten Halbgeviertstriche, die sehen so hier aus. Das sind normale Gedankenstriche, letztendlich in der deutschen Rechtschreibung auch. Und dann haben wir hier die sogenannten Viertelgeviert-Striche. Das sind einfach nur diese Minuszeichen, ja, oder Bindestriche. Wofür man die braucht, will ich euch jetzt alles zeigen. So, der erste Strich, den ich euch hier vorstellen möchte, ja, ist der sogenannte Bindestrich. Kennt ihr auch aus der deutschen Rechtschreibung. Damit kann man hier beispielsweise so eine Wortzusammensetzung kennzeichnen. Also hier Bachelorarbeit, Korrektur, PowerPoint, Präsentation sind so typische Beispiele von Wörtern, die man hier mit einem Bindestrich setzen kann. Und diesen Bindestrich, ja, den erzeugt ihr einfach nur mit der Bindestrich- oder Minustaste auf eurer Tastatur. Ist kein großes Hexenwerk. So, die zweite Art von Strichen, die wichtig für euch ist, ist der sogenannte Ergänzungsstrich. Und den nutzt ihr hier beispielsweise, wenn ihr hier so eine Wortergänzungen kennzeichnen möchtet. Also hier Beispiel Online-Shop und Kurs, also steht für Online-Shop und Online-Kurs. Und den zeige ich euch einerseits, ja, damit ihr wisst, wie man den erzeugt, auch einfach nur mit der Minustaste. Aber dann gibt es hier eine Besonderheit, auf die ihr ein bisschen achten müsst. Nämlich kann es passieren, wenn ihr jetzt so eine Zusammensetzung mit diesem Wort habt und das Ganze rutscht ans Ende einer Zeile, ja, dann kann es passieren, dass die Wendung hier getrennt wird. Ja, dann habt ihr den Strich hier auf der vorherigen Zeile stehen und das Wort dann auf der nächsten Zeile. Dafür kann man hier in Word den sogenannten geschützten Bindestrich benutzen und den erzeugt man mit Steuerung Shift und der Minustaste. Und ihr seht, das Ganze rutscht dann ja tatsächlich oder bleibt dann tatsächlich zusammen, also kann jetzt nicht am Zeilenende getrennt werden. Also das ist der geschützte Bindestrich, den erzeugt ihr in Word mit der Tastenkombination Steuerung, Shift und die Minustaste. So, der nächste Strich, der relevant für euch ist, ja, ist der sogenannte Gedankenstrich. Und das ist eine Sache, ja, die viele von euch einfach aus typografischer Sicht zumindest falsch machen. Also Gedankenstriche, damit kann man beispielsweise hier Einschübe in irgendwelchen Sätzen kennzeichnen. Ja, hier mal so ein Beispielsatz. Gedankenstriche, dann der Einschub der Länge nach Halbgeviertstriche kennzeichnen, Einschübe in Sätzen. Ja, und diese Einschübe, die werden hier immer mit einem Gedankenstrich gesetzt. Also nicht hier so ein Minus, wie das halt dann viele von euch machen und dann vielleicht irgendwann mal ein längerer Strich, ja, oder nur Minuszeichen, sondern immer hier mit diesen Gedankenstrichen. Normalerweise setzt euch Word die hier möglichst automatisch, funktioniert nicht immer ganz so gut, deswegen setze ich die immer von Hand und die kann man in Word wie folgt erzeugen. Ihr drückt Steuerung und drückt dann die Minustaste auf dem Ziffernblock. Ja, also wenn ihr dann die Minustaste auf dem Ziffernblock drückt, wird euch hier so ein Gedankenstrich eingefügt. Also nochmal Steuerung und die Minustaste auf dem Ziffernblock, ja, dann wird euch hier so ein Gedankenstrich eingefügt. So, der nächste Typ von Strichen, die ich euch hier vorstellen möchte, ist der sogenannte Bissstrich. Also der Bissstrich, der kennzeichnet hier letztendlich das Wort Biss. Den setzt man hier in so einen, in solchen Wendungen hier 13 bis 16 Uhr. Oder ganz wichtig auch bei sehr vielen von euch eigentlich mal falsch, bei Seitenangaben. Also hier Seite 12 bis 25 steht ein sogenannter Bissstrich. Und ihr seht, der ist von der Länge her auch so ein Halbgeviertstrich, genauso wie der Gedankenstrich. Und ganz genauso wird er auch erzeugt. Also nicht mit der Minustaste dann hier so einen Strich setzen, sondern ihr drückt Steuerung und Minus auf dem Ziffernblock und dann wird euch hier so ein sauberer Bissstrich eingefügt. Also denkt daran bitte, immer bei Seitenangaben kein Minuszeichen setzen, sondern den sogenannten Bissstrich mit Steuerung und der Minustaste. Und dasselbe macht ihr beispielsweise hier auch bei so einen Zeitangaben.
So, der letzte Strich, den ich euch hier zeigen möchte, braucht jetzt nicht jeder von euch, aber das ist dieser Geviertstrich, also der längste, den ich euch hier schon gezeigt hatte. Den nutzt man in der deutschen Typografie so gut wie gar nicht, aber in der englischen Typografie ist das der Standard quasi Gedankenstrich. Also ich habe hier mal einen Beispielsatz rausgesucht und ihr seht, dass dann hier statt einem Gedankenstrich so ein langer Strich, quasi so ein Geviertstrich eingefügt wird. Also nicht hier so ein Gedankenstrich wie im Deutschen, und den erzeugt man in Word mit Steuerung, Alt und der Minustaste auf dem Ziffernblock. Ja, so kann man hier so einen Geviertstrich einfügen. Also achte darauf, wenn ihr viel mit englischsprachigen Zitaten in eurer Arbeit arbeitet, dass dann hier auch immer korrekt dieser Geviertstrich gesetzt wird mit Steuerung, Alt und Minus auf dem Ziffernblock, könnt ihr den einfügen. So, nächstes Thema sind die sogenannten geschützten Leerzeichen. Und ja, jeder von euch weiß halt, wie man Leerzeichen in Word erzeugt. Ihr drückt einfach die Leertaste und dann wird euch da ein Leerzeichen eingefügt. Nun ist es so, dass in der deutschen Rechtschreibung bei bestimmten Abkürzungen beispielsweise immer ein Leerzeichen stehen müsste. Also wenn ihr zum Beispiel schreibt, abgekürzt, ja, dann sollte da normalerweise ja nach deutscher Rechtschreibung immer ein Leerzeichen dazwischen stehen, und dann kann es zu dem Problem kommen, ja, in Word, wenn ihr dann euren Text formatiert, dass zufällig halt so eine Abkürzung hier ins Ende einer Zeile rutscht, und dann habt ihr den Anfang dieser Abkürzung oben auf der oberen Zeile stehen und das Ende auf der nächsten Zeile. Ja, das ist ein bisschen komisch, problematisch, verwirrend für einen Leser. Und damit das Ganze nicht passiert, nutzt man hier die sogenannten geschützten Leerzeichen. Ein geschütztes Leerzeichen fügt man in Word ein, indem man Steuerung, Shift und die Leertaste drückt. Und ihr seht ja, dass diese Zusammensetzung, diese Abkürzung hier dann immer zusammengehalten wird und nicht am Ende einer Zeile so auseinandergerissen wird. Wenn man sich mal die unsichtbaren Steuerzeichen anschaut, indem man hier oben auf diesen Button klickt, ja, dann sieht man auch hier, so ein Leerzeichen wird immer durch so einen Punkt sozusagen in der Mitte der Zeile dargestellt, und so ein geschütztes Leerzeichen wird dann hier immer durch so einen Kreis, der ein bisschen oberhalb steht, dargestellt. Also wenn ich hier jetzt ganz viele einfüge sozusagen, dann wird mir diese Wendung hier auch immer zusammengehalten, ganz besonders am Ende einer Zeile. So, wo nutzt man diese Leerzeichen alles? Also es gibt ganz viele Anwendungsfälle für diese geschützten Leerzeichen. Insbesondere nutzt man diese geschützten Leerzeichen hier bei Abkürzungen, ja, wie zum Beispiel unter anderem. Das heißt, also bitte nicht immer einfach nur ein Leerzeichen hier setzen bei solchen Abkürzungen, sondern ein geschütztes Leerzeichen. Dann kann man die auch bei Namen und Titeln benutzen. Also ich würde insbesondere, wenn ihr jetzt das Doktor sozusagen vor den Namen schreibt, hier auch immer ein geschütztes Leerzeichen setzen mit Steuerung, Shift und Leertaste. Ja, ihr seht das hier an den Steuerzeichen. Bei Einheiten nutzt man auch geschützte Leerzeichen, also auch wichtig zu wissen für euch, ja, dass zwischen der Einheit und der Zahl immer ein Leerzeichen stehen sollte, optimalerweise ein geschütztes Leerzeichen, damit das Ganze eben nicht so auseinandergerissen werden kann. Bei Gesetzesangaben, ja, machen auch fast alle von euch eigentlich falsch. Eine Gesetzesangabe steht nach dem Paragraphenzeichen immer mit einem Leerzeichen und hier optimalerweise mit einem geschützten Leerzeichen. Ihr seht, hier wird auch ein Bissstrich verwendet. Also ganz falsch wäre es sozusagen, wenn ihr das hier schreibt, sondern ihr setzt nach das Paragraphenzeichen immer ein geschütztes Leerzeichen und dann natürlich bei dieser Angabe der Paragraphen dann einen sogenannten Bissstrich. So, bei Geldangaben steht auch normalerweise oder sollte man auch ein geschütztes Leerzeichen nutzen, einfach damit die Einheit dann hier bzw. die Währung nicht abgetrennt wird von der Zahl. Ja, oder wenn ihr die Währungsangabe hier ausschreibt, setzt ihr hier dann auch einfach ein geschütztes Leerzeichen dazwischen. Ihr könnt geschützte Leerzeichen auch bei typografisch gegliederten Zahlen setzen. Also typografische Gliederung ist, wenn ihr sehr lange Zahlen habt, dann setzen viele von euch hier einfach so einen Punkt, ja, was in der deutschen Rechtschreibung nicht ganz korrekt ist. Also davon rate ich persönlich euch ab. Kann man im Internet machen oder sowas, aber bei eurer wissenschaftlichen Abschlussarbeit solltet ihr keinen Punkt hier verwenden, sondern am besten gar nichts eigentlich. Ja, ich finde, man muss es nicht unbedingt immer typografisch gliedern, aber wenn ihr wirklich sehr, sehr lange Zahlen habt, dann 100.000 oder sowas, dann macht das manchmal Sinn, weil der Leser dann einfach ein bisschen schneller peilt, ja, was das für eine Zahl ist. Und dann kann man dann hier auch ein sogenanntes geschütztes Leerzeichen nutzen, um diese Gliederung deutlich zu machen.
Dann vor Auslassungspunkten, auf die ich gleich nochmal genauer eingehen werde, setzt man auch ja, ein Leerzeichen normalerweise. Gibt auch Ausnahmefälle, zeige ich euch gleich. Aber wenn ihr dann hier so ein Leerzeichen setzt, dann benutzt bitte ein geschütztes Leerzeichen. Letzter Anwendungsfall, den ich euch hier zeigen möchte, sind die Prozentangaben. Machen auch sehr viele von euch falsch. Also nach der Zahl steht vor dem Prozentzeichen typischerweise und korrekterweise immer ein Leerzeichen. Und auch hier solltet ihr ein geschütztes Leerzeichen nutzen, ja, dass ihr mit Steuerung Shift und der Leertaste einfügen könnt, damit das Ganze hier nicht so hässlich am Zeilenende auseinandergerissen werden kann. So Freunde, jetzt geht es um die Anführungszeichen und Anführungszeichen sind auch wirklich ein sehr umfangreiches Thema für sich, auch in der Typografie. Und was die meisten von euch falsch machen oder was ich sehr häufig falsch sehe in Abschlussarbeiten, aber auch im Internet, sind, dass statt typografisch korrekten Anführungszeichen hier diese sogenannten Zollzeichen verwendet werden. Ja, das liegt daran, dass Word häufig keine korrekten Ersetzungen für diese Zollzeichen durchführt und es nicht durch korrekte typografische Anführungszeichen ersetzt. Und manchmal habt ihr hier ein typografisch korrektes Anführungszeichen. Wie die aussehen, zeige ich euch gleich. Manchmal steht dann da ein Zollzeichen hier am Ende. Ja, so ein Zollzeichen wird normalerweise mit der Taste Shift und 2 erzeugt. Ja, dann habt ihr hier einfach nur so ein Zollzeichen. Das steht eben für das Wort Zoll, ist aber kein typografisch korrektes Anführungszeichen. Leider. So, korrekt sehen die Anführungszeichen oder die Gänsefüßchen im Deutschen so aus. Also ihr habt hier jetzt ein Zitat. Das ist zwar jetzt kein deutschsprachiges Zitat hier, aber nur als Beispiel. Also ihr habt hier unten diese runtergestellte 99 quasi, ja, und dann am Ende des Satzes die hochgestellte kleine 66. So sehen typografisch korrekte Anführungszeichen aus. Ich hatte ja gesagt, normalerweise erzeugt die euch Word auch ganz automatisch, wenn ihr Shift und 2 drückt, ja, und dann am Ende vom Satz. Passiert aber nicht immer. Also ich persönlich verlasse mich gar nicht drauf auf diese automatischen Ersetzungen von Word. Deswegen gibt es hier auch eine Tastenkombination, mit der man diese sozusagen manuell ersetzen kann. Und das Ganze funktioniert so, dass man die Alt-Taste gedrückt hält und dann drückt man eine Zahlenkombination auf dem Ziffernblock. Für so ein runtergestelltes Anführungszeichen ist es beispielsweise die 0132. Also ihr drückt die Alt-Taste und drückt dann 0132 auf dem Ziffernblock und dann wird euch hier so ein unten, so ein Gänsefüßchen unten erzeugt. Ja, und dann gebt ihr euren Satz ein oder fügt da euer Zitat ein. Und für das Abschließende drückt ihr wieder die Alt-Taste und drückt dann die Tastenkombi 0147 und dann wird euch hier so ein hochgestelltes Zeichen erzeugt. So, diese ganzen Tastenkombinationen mit Alt und dem Ziffernblock, die ich euch jetzt im Verlauf auch noch zeigen werde, die habe ich euch auch alle zusammengefasst in so einer kleinen Übersicht, ja, in so einem Cheat-Sheet könnt ihr euch hier runterladen in der Beschreibung für dieses Video. So, dann gibt es im Deutschen natürlich noch die einfachen Anführungszeichen. Also habe ich auch schon sehr, sehr häufig falsch gesehen oder so gesehen, dass Doktoranden beispielsweise sehr gerne diese einfachen Anführungszeichen nutzen, um Wörter im Text direkt hervorzuheben. Also ich bin dafür, dass man Wörter im Text am besten mit Kursivsetzung beispielsweise hervorhebt und auch das möglichst selten, aber bitte nicht mit diesen Anführungszeichen. Diese Anführungszeichen solltet ihr nur nutzen, wenn ihr ein Zitat im Zitat habt. Ja? Also ihr habt jetzt ein Zitat und der Autor zitiert da noch irgendwas, dann nutzt ihr bitte diese einfachen Anführungszeichen. Für alles andere braucht ihr die nicht verwenden. Auch hier, normalerweise erzeugt euch das Word automatisch, wenn ihr die Komma-Taste quasi drückt. Ja, sieht auch letztendlich genauso aus wie ein Komma. Und für das Abschließende drückt ihr einfach Shift und diese Taste auf der Tastatur, die wir euch hier einblenden. Und dann wird euch normalerweise so ein ja, so ein abschließendes, einfaches Anführungszeichen erzeugt. Funktioniert nicht immer ganz sauber in Word mit der Ersetzung, deswegen nutze ich hier in der Regel auch die Tastenkombination. Und ihr könnt so ein einfaches Anführungszeichen in Word mit der Tastenkombination Alt 0130 erzeugen. Ja, so wird euch das dann hier erzeugt. Und das Abschließende könnt ihr hier mit der Tastenkombination Alt 0145 erzeugen. So, und dann gibt es im Deutschen auch noch eine Möglichkeit, eine andere Form von Anführungszeichen zu verwenden. Das sind diese hier. Ich finde die nicht besonders schön. Die werden häufig in der Schweizer Typografie beispielsweise verwendet. Aber auch im Französischen zeige ich euch gleich. Dann aber nicht so wie hier. Kennt ihr sicherlich, wenn ihr Französisch gelernt habt in der Schule. Aber im Deutschen werden die so rum verwendet. Ja, also das erste zeigt sozusagen auf den Satz und das abschließende zeigt auf das Satzende. Und die kann man auch mit diesen Tastenkombinationen erzeugen. Ja, das ist die Alt 0187 für das Anführungszeichen und die Alt
0171, ja, für das Abschließende. Und dann habt ihr die erzeugt. Ich rate euch da aber davon ab, die zu nutzen. Ja, wenn ihr die unbedingt nutzen wollt, macht's halt. Dann müsst ihr die aber wahrscheinlich immer manuell mit diesen Tastenkombinationen hier erzeugen. So, die gibt es natürlich auch noch in einer einfachen Variante, wie auch im Deutschen. Ja, die könnt ihr auch mit einer Tastenkombination erzeugen. Das ist die Alt 0155. Ja, dann habt ihr das Anführungszeichen und für das Abführungszeichen habt ihr die Alt 0139. Ja, dann wird euch das Abschließende hier erzeugt. Ihr seht es aber, wie gesagt, ich hatte euch geraten, die nicht unbedingt zu verwenden. Aber wenn es unbedingt sein muss, ja, dann nutzt halt die Tastenkombis dafür. So, jetzt komme ich mal zu englischsprachigen Zitaten. In der englischen Typografie werden die Anführungszeichen ein bisschen anders gesetzt. Also ihr seht, ihr habt im Englischen, in einem englischen Zitat, auch in der englischen Typografie, das Anführungszeichen ist immer so eine hochgestellte 66 und das abschließende Anführungszeichen, das abschließende Gänsefüßchen ist immer so eine hochgestellte 99. Wenn ihr eure Spracheinstellung in Word jetzt auf Englisch habt für den Textteil, dann versucht euch Word das hier auch automatisch zu ersetzen. Ja, ich empfehle euch auch, das Ganze manuell zu ersetzen. Das könnt ihr auch über die Tastenkombi Alt 0147. Ja, dann wird euch hier dieses hochgestellte Zeichen erzeugt und mit Alt 0148 könnt ihr dann hier die hochgestellte 99 erzeugen. Also bitte immer, wenn ihr auch, ja, wenn ihr eine normale deutschsprachige Abschlussarbeit schreibt und ein englisches Zitat dann einfügt, so ein englischsprachiges Blockzitat, dann bitte verwendet ihr auch immer korrekt hier diese, ja, Anführungszeichen der englischen Typografie. So, die gibt es natürlich im Englischen auch in einer einfachen Variante. Ja, also hier auch, gilt auch dasselbe. Damit werden halt Zitate in Zitaten gekennzeichnet. Ihr könnt das Ganze, das Einfache oben halt hier erzeugen mit Alt 0145. Ja, und das Abschließende könnt ihr hier erzeugen mit Alt 0146. Also das ist dann so eine kleine hochgestellte 9 und so eine kleine hochgestellte 6 quasi. So, jetzt noch zu französischsprachigen Zitaten. Also im Französischen gibt es auch Eigenheiten, was die Anführungszeichen angeht. Ja, ihr seht, das ist genauso, genau umgedreht wie im Deutschen. Plus, ihr habt hier immer noch ein Leerzeichen dazwischen. Kennt ihr wahrscheinlich ja, wenn ihr in der Schule Französisch gelernt habt oder irgendwann mal Französisch gelernt habt. Die hier könnt ihr erzeugen mit der Taste Alt 0171. Ja, dann habt ihr hier das erste und dann müsst ihr immer ein Leerzeichen danach setzen. Also ich empfehle euch hier dann ein geschütztes Leerzeichen zu setzen. Ja, ist eigentlich Muss und Pflicht. Ja, ihr erkennt es dann, wenn ihr die Steuerzeichen hier ein- und ausschaltet anhand von diesem Kreis, dass dann geschütztes Leerzeichen steht. Und auch bei dem abschließenden, ja, immer bitte erst ein geschütztes Leerzeichen setzen und dann könnt ihr Alt 0187 drücken und dann wird euch hier dieses abschließende Anführungszeichen oder Abführungszeichen erzeugt. So, das Ganze gibt es natürlich hier auch noch in einer einfachen Variante, ja, und ihr könnt das Einfache hier mit Alt 0139 erzeugen und das Abschließende mit Alt 0155 und bitte nicht vergessen, auch hier dann jeweils immer das geschützte Leerzeichen zu setzen, ja, damit das Ganze nicht sinnlos auseinandergerissen wird. So, ganz zum Schluss zeige ich euch jetzt nochmal, wie man typografisch korrekt Auslassungspunkte ersetzt. Ja, auch ein typisches Element letztendlich in der Abschlussarbeit. Also wenn ihr irgendeine Auslassung im Zitat kennzeichnen wollt und die meisten von euch machen das falsch, die drücken dann einfach dreimal die Punkttaste hintereinander. Das sieht dann so aus, ihr habt dann einfach drei Punkte hier. Ein typografisch korrektes Auslassungszeichen ist ein Zeichen letztendlich. Ja, das sieht dann so aus, ihr seht hier, da gibt es jetzt keine drei Zeichen hintereinander, sondern wir haben hier ein Zeichen und das erzeugt man auch über eine Tastenkombination in Word für Windows zumindest mit Alt und 0133, dann habt ihr hier so ein typografisch korrektes Auslassungszeichen ersetzt. Hier vielleicht jetzt noch wichtig zu wissen, dass man hier auch mit Leerzeichen arbeiten sollte. Ja, mit diesem Auslassungszeichen kennzeichnet man ja beispielsweise auch hier so eine abgebrochenen Sätze. Hier sollte man dann auch ein geschütztes Leerzeichen setzen, ja, damit das Ganze nicht auseinandergerissen wird. Es gibt aber noch den Sonderfall, dass ihr hier kein Leerzeichen verwendet. Ja, das passiert dann, wenn ihr hier so ein Wort sozusagen abbrechen wollt, ja, oder so eine Auslassung von einem Wort kennzeichnen wollt. Ja, da steht dann kein Leerzeichen hier, sondern da wird das Wort dann einfach unterbrochen quasi und ihr setzt dann hier über Alt und 0133 einfach so ein korrektes Auslassungszeichen.
So, Freunde, so viel zur Zeichensetzung in wissenschaftlichen Texten und Abschlussarbeiten. Wenn ihr mehr dazu wissen wollt, ich habe auch einen Online-Kurs hier auf fernstudie.net zur Verfügung gestellt, ja, mit über 10 Stunden Videomaterial, was die Formatierung von Abschlussarbeiten angeht. Schreibt mir eure Fragen einfach in die Kommentare. Ich würde sagen, wir sehen uns in einem der nächsten Videos. Euer Wolf.